Breuer-Kolo. Schönen guten Abend, Südwestfalen. Ja, das ist die Neue in der Region. Anna Bese aus Drolshagen, 3 Tage alt und am Wochenende quasi mit Polizeieskorte auf die Welt gekommen. Eine spektakuläre Geburtsgeschichte. Wir haben es gestern ja schon kurz gemeldet. Heute durften wir Baby Anna und ihre glücklichen Eltern im Krankenhaus in Lüdenscheid besuchen. Aber echt. Herzlichen Glückwunsch. Die Hochzeit der Corona-Schnelltestzentren ist bei uns in Südwestfalen offensichtlich vorbei. Viele der Zentren sind schon geschlossen oder machen in den kommenden Wochen zu. Und diese dunkle Jahreszeit, die geht ja oft echt ganz schön ans Gemüt. Es wird wieder viel zu früh dunkel und deswegen haben wir schon die Lampen an. Im Sauerlandpark Hema wird wieder richtig schönes, buntes Leuchten gezeigt. Der Herbstlichtgarten ist toll. Schon zum 12. Mal findet der statt, genau. Und immer dieselben Künstler, die gestalten da ganz unterschiedliche Motive mit Licht. Und meine Kollegin Annika Jüngs ist großer Fan. Annika, was gibt's denn in diesem Jahr? Diesen kleinen Steckernasen soll es gut gehen, auch wenn sie später geschlachtet werden. Immer mehr Menschen achten beim Fleischkauf darauf, wie die Tiere gehalten wurden und dass sie eben nicht aus einer schlechten Massentierhaltung kommen. 4 ist die höchste und beste Stufe bei der Haltungsform. Sie kennen sicher auch diese Etiketten auf Verpackungen teilweise. Und diese Stufe 4 erreicht zum Beispiel der Schweinehof Albersmeier in Lippezahlen. Auch wenn er kein Biohof ist, auf dem für artgerechte Tierhaltung noch viel mehr nötig wäre, sind sie einen Schritt weitergegangen in der Tierhaltung der Zukunft und haben einen Supermarkt als Abnehmer gefunden, der den Weg mitgeht. Tiefdruckgebiete kommen, bringen auch Wolken mit und die Temperaturen werden herbstlich. Das war Ihre Lokalzeit Südwestfalen, jetzt die Tagesschau und gerne bis morgen. Tschüss!